Tag, na, kennt er mich noch, Vlog 287, glaube ich jetzt. Ja, ich nutze den heutigen Tag mal wieder für einen Vlog, weil Instagram hat Instagram Stories rausgebracht, was eine 1:1 Kopie ist von Snapchat und ich schwach finde. Ich meine, ich kann es verstehen, Facebook ist pissig, weil so viele Leute so viel Zeit auf Snapchat verbringen und halt nicht auf Facebook oder Instagram und deswegen versuchen sie es jetzt so. Kurze Erklärung, Facebook hatte vor ein paar Jahren versucht, Snapchat aufzukaufen, ich glaube für 3 Millionen, ist mir so, 3 Milliarden, ich weiß nicht. Snapchat hat jedenfalls abgelehnt. Danach hat Facebook probiert, mit irgendwie 3 Apps, glaube ich, irgendwie sowas ähnliches zu machen. Bolt hieß die eine, die andere hieß, boah, ich weiß es gar nicht mehr, alle 3 sind jedenfalls gefloppt. Und jetzt versuchen sie es irgendwie mit Instagram irgendwie wieder rauszuholen. Und ich finde es, wie gesagt, schwach, dass sie es nachbauen. Und zwar wirklich 1:1 nachbauen im Prinzip. Ich finde, oder ich glaube, dass sie mit Instagram damit ein bisschen wieder mal ein Stück weit kaputt machen. Weil man oben jetzt, das kann ich euch, wir zeigen, ich zeige das mal so. So, dann rufen wir mal Instagram jetzt hier auf und dann schauen wir uns die Sache mal an. Man sieht hier oben jetzt die Cola, wo man sich anschauen kann, welche Stories gepostet wurden von den Leuten, denen man folgt. Hier kann man jetzt dann hinzufügen. Man kann hier runter swipen und dann hat man die letzten 24 Stunden. Man kann, wenn man sich eine Story anschaut, durch Tappen hier vorwärts springen oder durch Tappen hier auch wieder rückwärts springen. Durch runterswipen ist es wieder weg. Man kann durch eine Story gehen, indem man so weiter swipet, dann geht man zum nächsten. Und ja, Kosmonaut hast recht. Naja, es ist wirklich eine 1:1 Kopie von Snapchat und ich finde es scheiße, dass es hier oben ist. Also ich finde es sowieso scheiße, aber ich finde es eine schlechte Idee, dass es hier oben ist, weil ich glaube, dass die Leute jetzt weniger durch ihren Stream hier durchscrollen und die Bilder, die man sieht, halt weniger liken und kommentieren, wenn sie dieses Update denn hier oben annehmen. Und ich, ja, ich finde es wie gesagt nicht gut. Wenn man aufs Profil geht von jemandem, sieht man ja hier den Cola draußen rum und dann sieht man, dass derjenige Stories hat. So kommt man dann halt also auch zu den Stories. Ich find's. Oh nein. Erinnert ihr euch noch an Instagram, als es Bilder nur quadratisch ging und nur Bilder gab, keine Videos, nicht in anderen Formaten und so? Ich glaube, das war wirklich die beste Zeit von Instagram. Naja. Das also zum Update von Instagram hier. Mit den Instagram Stories. Ich finde es nicht gut. Ich finde es schwach, wirklich schwach, dass sie es 1:1 kopieren von Snapchat. Natürlich muss man jetzt sehen, wie es die Leute annehmen. Und ja, schreibt doch mal einfach in die Kommentare, wie ihr das findet, wie ihr das seht. Nutzt ihr das jetzt mehr als Snapchat oder bleibt ihr bei Snapchat oder nutzt ihr das alles gar nicht? Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute mit extrem vielen Followern auf Instagram das eine viel bessere Möglichkeit sehen als zum Beispiel Snapchat, weil bei Instagram weiß ich, ich habe so und so viel Follower und erreiche so und so viele Leute und kann auch sehen, wer meine Stories anschaut. Und bei Snapchat ist es ja ein bisschen, ich weiß nicht, wie viele Follower ich auf Snapchat habe und ich weiß nicht, wie viele Leute ich erreiche und ich sehe zwar, wie viel meine Story angeschaut haben, aber ich weiß es nicht. Ich finde das Update nicht so gut. Vielleicht setzt es sich durch. Vielleicht gewinnen sie damit. In meinen Augen wird Instagram darunter ein bisschen leiden. Und am Ende bleibt nur zu sagen, eure eigene Webseite war schon immer die beste Idee und wird wahrscheinlich in Zukunft auch immer noch die beste Idee bleiben. Und von daher bleiben wir lieber da. Gut, das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, kommentieren, liken. Mich würde wirklich interessieren, was ihr davon haltet, von den Instagram-Stories. Und ansonsten folgt mir überall. Alle Links sind so unten drunter. Gut, tschüss.